Kleine Geschichte vom Wochenende. Moin. Eigentlich wollte ich dir heute den zweiten Teil der kleinen Geschichte von Sardinien erzählen und diese Geschichte dann für nächstes Wochenende aufheben. Allerdings habe ich letztens eine dieser Schnapsideen, die jeder mal hat, mit Freunden in die Tat umgesetzt. Nein, wir haben leider keine Bar gegründet. Nun habe ich das Mama und Papa auch noch nicht erzählt, weil ich dachte, es wäre ja irgendwie lustig, denen das hier in der kleinen Geschichte vom Wochenende zu erzählen. Jetzt muss ich das aber auch dann die ganze Zeit verstecken und will das nicht noch länger geheim halten. Okay, dann lass mich dir heute mal eine kleine Geschichte von Freundschaft, einer dummen Idee und deren Umsetzung erzählen. Und wehe, einer von euch beiden spult vor. Lass das ruhig mal auf dich wirken. Also jetzt, Mama, Papa, viel Erfolg, allen anderen viel Spaß. Das Wochenende ist jetzt schon ein oder zwei Wochen her und war eigentlich sehr abwechslungsreich. Freitagnacht haben Mathis, Carla und ich getrunken. Samstag bin ich zurück, dann habe ich dann noch bei einem Musikvideodreh geholfen. Das war übrigens das Video mit den Federn aus der Story, falls du dich erinnerst. Das ist jetzt auch schon fertig und ich verlinke dir das mal unten in der Beschreibung, ist ganz cool geworden. Ja, gut. Sonntag haben wir auch gedreht und dann war das Wochenende auch schon wieder rum. Zusammenfassend bleibt zu sagen, Freitagnacht war echt cool. Samstag war viel Stau und der Videodreh war anstrengend, aber gut. Und Sonntag war auch toll. Der findige Zuschauer, der jetzt aufgepasst hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass ich Nacht sehr betont habe. Was war ein Freitag noch? Ich hatte ja am Anfang von dieser Schnapsidee erzählt und ja, genau die haben Mathis, Carla und ich dann Freitagabend in die Tat umgesetzt, bevor wir getrunken haben. Aber um zu verstehen, was wir gemacht haben und warum wir das gemacht haben, muss ich ein bisschen in die Vergangenheit springen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich zumindest hatte in meinem Leben eigentlich immer ziemlich viel Glück mit meinen Freunden. Meine Mutter und ihre beste Freundin waren damals vor inzwischen fast 24 Jahren gleichzeitig schwanger und dementsprechend bin ich, obwohl ich eigentlich Einzelkind war, mit meiner besten Freundin Michelle quasi zusammen aufgewachsen. So, dann wirst du aber älter und gehst in den Kindergarten. Und auch da lernst du neue Leute kennen, die haben dann damals alle in meiner Straße gewohnt und da hat man sich dann auch den ganzen Tag gesehen. Dann kam die Grundschule, wo sich komischerweise dann auf einmal eine Riesengruppe entwickelt hat, von denen sich auch die meisten heutzutage noch mit der Gruppe aus dem Abi zu Weihnachten treffen. Ja, und so lernst du im Laufe des Lebens viele coole Leute kennen und egal was gerade kacke lief, egal welchen Streit man gerade mit seinen Eltern hatte oder welche Freundin gerade Schluss gemacht hatte, ich hatte immer einen guten Freund oder eine gute Freundin zum Reden. Irgendeinen Scheiß zu machen oder auch mal spontan nach Holland zu fahren, um dort den Drehort von New Kids zu besuchen. Somit haben Freunde also immer eine sehr große Rolle in meinem Leben gespielt. So, das klingt jetzt vielleicht so, als ob ich richtig gut darin wäre, auf neue Leute kennenzulernen. Glaubt mir meistens keiner, aber ich bin richtig schüchtern. Wenn du mit 30 Leuten in eine Klasse gesteckt wirst und 15 davon schon aus der Grundschule kennst, gibt sich das alles von alleine. Aber so einfach aus dem Kalten. Jetzt stand ich dann aber damals mit 18 da und dachte, was machst du denn am besten nach der Schule? Ich habe eine Werbung auf Facebook gesehen. Willst du da arbeiten, wo andere Urlaub machen? Ich dachte mir naiverweise, klar, warum denn nicht? Hab mich beworben und stand dann vor einer 6-monatigen Reise als Bordfotograf auf einem Kreuzfahrtschiff. Und ich bin zwar sehr schüchtern, aber ich denke auch oft nicht über irgendwelche Folgen nach. Also habe ich das einfach mal gemacht. An Bord habe ich dann aber ganz schnell festgestellt, du bist mit Abstand der Jüngste hier. Die Crew war zwar echt nett, aber viele standen auch schon am Ende ihres Vertrages und waren kurz davor zu gehen. Also ich war zu schüchtern, um andere Leute anzusprechen, also hatte ich mit der Crew aus anderen Departments eher weniger zu tun. Und einmal ganz kurz. Ich war zu schüchtern, um mich mit anderen Crewmitgliedern zu unterhalten, aber am Tag habe ich rund 600 Gäste gefragt, ob sie ein Foto haben wollen. Muss man jetzt auch nicht verstehen. Aber so findest du halt auch keine Freunde. Natürlich war ich dann aber relativ begeistert, als meine damalige Chefin dann zu mir meinte, nächste Woche kommt ein Typ ins Team, der ist ungefähr so alt wie du. Und ja, das war dann Mathis. Wir haben uns auch direkt sehr gut verstanden und waren dann auch abends immer mit einer Kollegin unterwegs. Das Coole an dieser Stelle war jetzt, Mathis hat mir dann geholfen, die Leute anzusprechen. So lief das dann auch erstmal eine Zeit lang. Als es einen größeren Wechsel der Crew gab, kam auch Carla dazu. Und wir haben uns jetzt am Anfang gehasst, aber wir waren auch nicht so gut befreundet mit Carla. Mit der Zeit haben wir dann aber mehr mit Carla gemacht und hey, jetzt sind wir Freunde. Nach der Zeit auf dem Schiff war dann aber die Frage, was machen wir jetzt? Mathis wohnt in Kiel, Carla in Berlin und ich im Harz. Also haben wir gesagt, immer zu irgendwem zu fahren ist halt auch irgendwie schwierig. Also machen wir Urlaub. Unsere ehemalige Chefin hat uns zu sich nach Hause nach Namibia eingeladen und Carla meinte, wenn wir eh so weit fliegen, lass doch nochmal kurz in Südafrika halten, da wohnt mein Vater. Haben wir gemacht, den konnten wir dann da auch gleich noch besuchen und dieser Südafrika und Namibia-Trip ist eigentlich eher eine eigene kleine Geschichte. Wir haben da auf jeden Fall noch was Dummes gemacht, aber das erzähle ich dir gleich. So, der nächste Trip war dann ein spontaner Roadtrip durch Schottland. Wir haben gebucht und sind 4 Tage später mit dem Auto über 1000 Kilometer in 4 Tagen durch die Highlands gefahren. Und da Carla ja, wie gesagt, in Berlin wohnt, musste sie natürlich mit einem anderen Flugzeug fliegen, als Mathis und ich, die nach Hamburg geflogen sind. Und ihr Flugzeug ging ein paar Stunden vor unserem Flugzeug. So, dann standen wir da morgens um 8 in Edinburgh und ich meinte, lass mal irgendwas Cooles machen. In einen Trampolinpark oder so. Mathis entgegnete daraufhin, nee, gar keine Lust auf einen Trampolinpark. Er hatte auf jeden Fall eine dumme Idee, aber auch das erzähle ich dir gleich. Und damit war klar, Carla ist als nächstes dran. Corona-bedingt gab es dann aber leider erstmal keinen Trip mehr und die ganze Sache wurde auf Eis gelegt. Bis neulich. Carla schrieb, yo, ich habe Urlaub und bin das Wochenende in Hamburg. Und da Mathis inzwischen da wohnt, war klar, ich muss da auch hin. Und was heißt das noch? Richtig. Carla muss in Hamburg jetzt auch das machen, was wir gemacht haben. Dafür habe ich dann einen Termin für sie gemacht, weil sie noch etwas, sagen wir, etwas unwohl gegenüberstand. Dann wurde ich angerufen und es wurde gesagt, yo, wir haben ja eigentlich gesagt Samstagmorgen und das ist auch das, was Carla wusste. Der Termin, der geht nicht mehr, passt es euch auf Freitagabend. So, Mathis und ich wussten ja, Carla ist ja Freitagabend auch schon in Hamburg, also habe ich einfach gesagt, klar, wird schon klappen. Wir haben uns aber dazu entschieden, das Carla nicht zu sagen. Klingt bei dem Telefonat vielleicht jetzt ein bisschen gemein, aber eigentlich sind wir echt gute Freunde. Termin morgen 18 Uhr.
Ja, sagen wir das Carla noch, oder? Wollen wir das morgen erst sagen oder heute noch? Sagen wir morgen. Okay. Dann bis morgen. Schönen Abend noch. Tschüss. Ja. Also, hin nach Hamburg und Mathis hat Carla gesagt, wir treffen uns an einer Bar. Dort angekommen haben wir sie dann aber erstmal darüber informiert, was gleich passieren wird. Und sie hat sich richtig gefreut. So, und was wird gleich passieren? Du erinnerst dich noch an Südafrika? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kamen wir dann damals auf die Idee, es wäre richtig, richtig, richtig cool, wenn wir uns jetzt und hier tätowieren lassen. Ja, aber meine Mutter konnte mich dann am Telefon davon überzeugen, dass ich mir nicht einfach den kompletten Unterarm für umgerechnet gerade mal 250 Euro tätowieren lasse. Mathis hatte sich aber ein kleineres Motiv ausgesucht und hat es durchgezogen. Einen Tag vor dem Flug nach Namibia. So, und in Schottland standen wir dann morgens um 8 in Edinburgh und Mathis meinte, lass dich mal spontan tätowieren. Und ja, kein Scheiß, das hat gereicht. Also sind wir erst so ungefähr 5 Läden abgelaufen und als alle dann meinten, seid ihr dumm, wir haben nicht so spontan Termine, verpisst euch, haben wir dann festgestellt, langsam wird die Zeit knapp, wir müssen auf eine andere Taktik übergehen und dann haben wir einfach die Leute angerufen. Dann meinte einer, wenn ihr in 15 Minuten da seid, klappt das, weil spontan einer abgesagt hat. Also sind wir da rund 1,2 Kilometer zu dem Laden gelaufen und tja, dabei ist dann auch das hier entstanden. Ich hatte wenig Zeit zum Überlegen. Wenn du die kleine Geschichte von Linkin Park geguckt hast, weißt du aber, was für ein Thema ich mit denen habe und ich dachte mir, gut, das wirst du schon nicht bereuen. Witzig war dann auch, Mathis und ich mussten dann in Manchester nochmal umsteigen und du hast dann hier ja so Frischhaltefolie-Zeugs da irgendwie drum und weil dann da das Blut rausgelaufen ist, weil es so doll geblutet hat, mussten wir das irgendwie wechseln. Also haben wir uns da zu zweit aufs Männerklo gestellt und wurden richtig seltsam angeguckt, als wir da das gewechselt haben. Aber gut, jetzt haben wir halt eine coole Geschichte, mit der ich dann später auch meine Kinder nerven kann. Werd später bestimmt so ein richtiger Ted Mosby. Naja, egal, ich schweife ab. Also, Carla hat erfahren, was gleich passieren wird. Und wer jetzt denkt, die dumme Schnapsidee war, dass Carla sich jetzt tätowieren lässt und wir einfach nur zugucken, den muss ich leider enttäuschen. Vor Ewigkeiten, irgendwo, irgendwie betrunken, kam Mathis auf die absolut geniale Idee, wir brauchen ein Erkennungszeichen. Wir brauchen irgendwas, was uns verbindet. Lass mal alle SQD tätowieren lassen. Ich meine, man hätte sich ja auch eine Kette basteln können oder so. Aber irgendwie fanden wir die Idee alle toll. Nur haben wir es nie in die Tat umgesetzt. Und ja, Mama, Papa, tut mir leid, letztes Wochenende war es dann soweit. Und Fun Fact, Mathis Eltern wissen das auch noch nicht. Und ich weiß, dass Mathis Schwester bisher immer zugeguckt hat, also Clara, falls du das siehst, Mathis hat gesagt, du darfst es euren Eltern erzählen. Nur Oma nicht, das wäre ihm wichtig. Achso, ja, und das Coole an der Schriftart ist, ich habe das S geschrieben, Mathis das Q und Carla das D. Wir waren am Anfang sogar sehr kurz davor, uns für 80 Euro eine Tattoo-Maschine bei Amazon zu bestellen und das einfach selbst zu machen. So schwer kann das schon nicht sein. Und ich muss sagen, ich habe mich echt drauf gefreut, mich von Mathis tätowieren zu lassen, aber im Nachhinein bin ich doch echt froh, dass wir das nicht gemacht haben. Das Beste daran ist aber, jetzt stell dir das mal aus der Sicht unserer Eltern vor. Also, deine Kinder waren letztens einfach richtig kurz davor, sich ihre Körper aufs Gröbste zu verunstalten. Und auch wenn sie das in Zukunft nochmal machen wollen, du kannst nichts dagegen tun, weil die Idioten einfach erwachsen sind. Naja, jetzt haben wir einen Teil unserer Handschriften für immer am Körper und das war eigentlich ganz lustig. Nicht so lustig war der Preis. Kurzer Tipp an dieser Stelle, frag erst, was es kostet und lass dich dann tätowieren. Wenn du das ganze Zeug erstmal unter der Haut hast, dann ist es schwer zu sagen, nee, ist mir zu teuer. Ich habe aber versprochen, dass wir das nicht erzählen, wie teuer das war, also das bleibt unser Geheimnis. Aber es war viel zu teuer. Achso, und nein, wir lieben nicht das Sequential Data Format oder den Shangrao, Shangjishan Airport in China. SQD ist einfach nur die Abkürzung unserer WhatsApp-Gruppe. Tja, und das war's dann auch für diese Woche. Du kennst jetzt das meiste meiner Geschichte von Mathis und Carla und ich muss in den nächsten kleinen Geschichten vom Wochenende kein Pullover mehr tragen, weil Mama und Papa jetzt eh wissen, was wir gemacht haben. Jetzt kann man's auch nicht mehr ändern. Mal sehen, was uns oder mir als nächstes einfällt. Naja, gut. Dann hoffe ich, du hattest wieder Spaß beim Anschauen. Nächste Woche geht's auch wieder weiter. Falls du es noch nicht getan hast, sollst du den Bums hier auf jeden Fall abonnieren. Würde mich richtig freuen. Wenn es dir auch gefallen hat, kannst du gerne ein Like da lassen. Oder wenn du irgendwie eine Frage, eine Anregung, eine Meinung oder sonst irgendwas hast, schreib einen Kommentar. Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche. Moin, wenn du Bock hast, hier kannst du abonnieren. Da findest du noch ein anderes Video von mir, wo ich an einem Tag versucht habe, so viele Leute wie möglich zu fotografieren und irgendwie im VfL-Stadion gelandet bin. Und da findest du eine Playlist mit allen kleinen Geschichten vom Wochenende, die es bisher gibt. So, jetzt noch einen schönen Abend, viel Spaß und tschüss.